Hallo, willkommen zurück zu Dodo Wars, meine Damen und Herren. Komm mit, komm mit. Okay, wir haben gerade ein bisschen eine Problemsituation. Ja, hinter minimal. Uns ist ein Kano Level 14 und vor uns der Raptor Level 56. Lass hier versuchen durchzukommen. Das jetzt über den See, oder was? Du musst vom Stein abspringen. Okay. Lass die Piranhas uns möglichst schlecht erwischen. Oh. So, wir gehen nämlich hier jetzt auf die Landzunge. Alles klar, haben wir geschafft. Weil ich glaube, hier ist safer. Leute. Oder ist ein Champi? Das ist Champi. Echt? Also wir haben uns hier das beste. Ach komm, Leckofunny. Ich habe Speer, lass mich das machen. Beste Gebiet ausgesucht. Ich habe keinen Speer. Nachdem wir letzte Folge krepiert sind. Marcel, ja, ich habe gar nichts. Glaub ich habe nur Faust. Noch ein Champi. Okay, ich renne einfach. Lass einfach rennen. Scheiß drauf. Wir kriegen das hin. Noch ein Champi. Geil. Also, ja, könnte nicht besser laufen momentan. Oh Gott. Der Junge hat gekackt. Freut mich für ihn. Kannst du hier schnell einen Speer basteln? Okay, ich brauche Holz. Pass auf, die Chompies kommen immer noch. Ich weiß halt nicht, was brauche ich denn dafür? Mach ganz schnell einen Speer, nicht, dass sie gleich kommen. Ich brauche Flint und Wood und so eine Scheiße, Alter. Das habe ich alles nicht. Ich habe gar nichts mehr. Wo ist hier ein Stein? Da hinten. Den kann ich nicht abbauen. Den geht nicht? Okay. Oh, die sind hinter dir, aber sind noch nicht aggro. Okay, ich glaube, Ja, wir müssen da hin zu einem Stein. Warte, geh hier hoch. Ja. Komm zu mir. Fuck, ich habe keine Ausdauer. Da ist ein Stein. Okay. Fuck, wenn die mich jetzt angreifen, bin ich gefickt. Ich baue schnell Flint ab. Yeah. Oh, die sind gerade. Ich hab halt, musst du machen. Ich hab gar nichts, ne? Ich hab keine Werkzeuge, ich hab keine Kleidung. Ja, ich baue einen Speer, Ich baue mal, ich guck mal da dicht. So, ich kann jetzt mit. Pass auf, das sind 5. Oh, ficken. Lauf. Ich hab keine Ausdauer. Ach nee, Quatsch, ich baue gerade. Guck mal, mein Speer ist instant down. Okay. Alter, wir haben hier echt die unluckigste Arschkarte. Aber egal, wir schaffen das. Ja. Ich fress mal eben beim Laufen. Ich hab ja Gott sei Dank vorgesorgt. Ey, die sind auch High Level, ey. Holy fuck. Alter. Bist auf der anderen Seite, ja? Ich versuche jetzt einfach ganz viel Speere zu machen. Ja, ich bin. Okay. Hinter dir! Geht das? Kriegst du das hin? Oh Gott, ich versuch der. Wir bekommen auch übel Plus, weil die halt Familie sind. Ja, ich mach der Weimar ein bisschen. Da kann ich auch noch nicht. Lauf jetzt vielleicht in was rein, das ist ein bisschen doof. 3. Was brauche ich denn noch? Wood, okay, kriege ich hin. Meine Outplay-Mechanics sind einfach zu strong. Junge, du bist einfach der Strongste, der Strong. Du bist Dr. Strong. Du musst zu mir kommen, Marcel. So, ich habe jetzt einen Speer. Mal gucken, wie lange. Marcel, du musst zu mir kommen. Ja. Ich bin rechts von dir. Rechts? Da bist du, ja. Hier sind Chompies 5 Stück, die kommen eventuell gleich hoch. Fuck, Alter. Oh, was ein Geficke am Anfang der Folge. Ich versuche wieder schnell Speere zu machen. Und der Raptor ist wieder unten am Strand. Pass ja, komm, hier Richtung. Jetzt können wir sie abhängen. Renn einfach zur Spitze der Landzunge. Okay. Und immer E machen, wenn du dich bewegst. Ja, okay. Boah, Alter. Alter, wie die Folge anfängt. Also Leute, wir waren echt so einen schlechten Start. Dahin war halt auf der anderen Seite ein Kano Level 40. Der hat uns offscreen schon geplättet, aber wir haben dann einfach einen Server neu gestartet, weil es ja unfair war. Das war echt gut. War gut. Mach am Anfang ganz viel Leben, ohne Witz. Ja. Wir haben. Nee, jetzt hab ich vergessen, ist egal. Gut. Ist so viel auf einmal gerade, Alter. So viel Warte zu mal, nachdenken. Ich brauch noch. So. Habe ich auch. Ach, stimmt. Der Stand momentan ist 19 Leben für Team Dizzy und 18 Leben für Team Claro. Wir haben Claro. Noch 18 Team, genau. Und wir haben eigentlich aufgehört, damit uns zu leveln. Wurden unterbrochen von einem Raptor. Das ist letzte Folge passiert. Kann man so mal kurz zusammenfassen für die Leute, die es nicht gecheckt haben. Aber, ja. Das könnt ihr auch alles noch bei Max am Kanal nachgucken. Genauso wie die nächste Folge, bla bla. Wir müssen das System nochmal erklären für die Leute, die es überhaupt nicht raffen. Das ist ja auch alles nur für uns. Oder so. die neu sind. Richtig. Einen Wood brauche ich, dann habe ich auch eine Axt. Genau. Ich habe jetzt 4 Speere. Okay, nice. Okay, jetzt versuche ich wieder erstmal zu leveln. Damit wir schnell auf Holz. Wir müssen halt eigentlich so schnell wie möglich halt auf Holz kommen. Ja. Damit wir uns irgendwie ein bisschen einbunkern können. So. Okay, ich war ja der Wendemann. Kannst du dann nochmal hier, weißt du? Ja. Mach ich. Ich setze hier am Strand, siehst du mich? Fundament, links oder rechts? Wobei links. Links, wenn du zur Spitze guckst. Okay. Ach, da hinten bist du. Okay, ja, da brauche ich einen Moment, bis ich baue gerade. Heiliges Kanonenrohr. Also, das ist quasi meine Levelstrategie hier. Ihr seht es ja. Ja. Weil wenn man abreißt, kriegt man halt immer Hälfte der Rohstoffe zurück. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so machen. Das ist eine gute Frage. Also ich bin echt mal gespannt, wie die anderen dort angehen. Ja, also wenn die selber auch nicht wussten, wie ein Tribe gemacht wird. Das wäre richtig witzig. Ganz interessant auf jeden Fall. Oh, ich habe ein Metall, sehe ich gerade. Okay, so Popese. Die 5.
So. So, das und wieder abreißen. So. Ich habe übrigens volles Equipment, ne? Also ich habe volle Rüstung. Sollst du die auch so schnell wie möglich machen? Das ist eine gute Idee. Wir sollten auch ultra schnell auf Leder gehen, damit so Chompies und so nicht so ein krasses Problem halt sind. Ja. Und wir sollten nie mit voller Last irgendwie haben, falls jetzt irgendwie random Chompies angreifen. Ja, ja, ja. Und wir voll belastet. Also bau lieber wieder möglichst früh eine Truhe, wenn wir noch keinen Trike haben. Okay, warte, kann ich auch eben machen. Hab ich, übrigens, ja. Wir haben noch 14 Minuten. Ja, 14,5 Minuten. So, Lebensskill. Oh, ich bin schon wieder Level up, sehr gut. Welches Level bist du? Level 6? Ja, warte mal, Holz Foundation. Da, ich kann Holz Foundation bauen. Ja, hier ist auch eine Kiste. Bin Level 8 bin ich. Level 8? Level 8? Oh, okay. Ja. 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 Sexy. Ich baue mal ein Lagerfeuer. Was brauche ich dafür? Viel Holz, gut. Warte, ich setze das Lagerfeuer mal hier an den Strand. Pass auf, ich mache jetzt mal eine ultimative Verwirrungsstrategie. Pass auf. Max, leg mal ganz kurz die Bären in den Spino rein, ja? Oh, Scheiße! Alter, ist das schlecht. Diese Verwirrung. Die denkt jetzt bestimmt so, lol, haben die jetzt ein Spino getamed? Ja, 100 pro denken die das. Alter, ist das schlecht. Das ist lustig. Hab ich nicht, bestimmt nicht. Warte, was hast du gesagt? Ihr habt einen Giga? Oh nee. Ach, Scheiße. Ist nur Level 12. Ist nur Level 12. Ja, gut, dann. Alles klar. Oh ja, Drops, Marcel, da müssen wir echt auch. Oh ja, machen. Stimmt. Gut, dass ich sage. Ich hoffe, der hat die angemacht. Lol, ich sehe gar keine. Nee. By the way, Izzy, du hast keine Drops an. Lol. Hey, krass, dass hier trotzdem ein Airdrop ist. What's up, diese Spackos? Okay. So, ja, wo bauen wir die Hütte hin? Am besten relativ versteckt. Ja. Das heißt. Achso, da bist du. Hier hinter den Stein, dass man von der anderen Seite. Oder. Nee, ich würde es hier Richtung Bucht reinmachen, weil man sieht es von der anderen Seite nicht so. Ja, jetzt ist die Frage, genau. Also, ja. Ich denke, ja. Oder? Also, wo meintest du jetzt? Hier so Richtung der Bucht quasi. Weil sie sind. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie auf der anderen Seite der Bucht irgendwo in der Richtung sind als hier, weil wir sind hier relativ links an der Grenze von der spielbaren Map. Okay. Deswegen. Jo, stimmt. Ja, da hast du. Ja, da machst du. Oh, du hast schon. Oh, jetzt geht's los. Okay. Ja. Gut, dann stelle ich. Ich habe mal. Kannst sogar die. Jawohl, lass die Truhe erstmal stehen. Ja, das war. Hast du volles Equipment schon? Achso, ich habe es gecraftet, aber nicht angezogen. Klar. Ja. Und mir fehlen halt noch die Ledersachen. Die Chompies sind immer noch irgendwo in der Nähe, ne? Deswegen. Okay. Ah, ich mache mir auch noch mal ein paar Speere. Sicher, ja, ist ich sicher. Ich habe 4. Ich denke, 4 ist erstmal eine ganz gute Zahl. Roffel. So, kann ich jetzt schon Lederkram bauen? Flint. Nee. Ah, toll. Flint, Hammer. Waterskin. Eine Keule? Oh. Nee, ich mache mal Sleeping Bag, genau. So, und das Bett. Oh, ich habe schon ein Metallgut. So. Warte, wie viel brauche ich für den Mortal? Shit. Ah, da brauchen wir halt für, okay. Also, du gehst jetzt schon auf den Schlafsack, ja? Ja. Dann gucke ich gleich mal. So, das sollte reichen für ein paar Den sollten Speere. Wir so früh wie möglich eigentlich bauen. So, 7 Speere, easy going. Mach schnell hier Wände. Ja, gut, wir brauchen keine Riesenhütte. Wir machen erstmal nur 4 so. 4 Dingens. 4 Foundations. So. Dass das Haus erstmal nur. Hauptsache, wir haben Wände und können uns drin halt sicher abstellen, erstmal. Weißt du? Würde ich vorschlagen. Okay. Gut. Dann Holzwände, habe ich die. Ja, Wooden Wall. Brauchen wir noch irgendwas Besonderes? Mörtel brauchen wir noch nicht. Ich muss jetzt langsam was essen. Die Zwille. Okay. Ich würde sagen, wenn wir Lederklamotten haben, ziehen wir los und ziehen uns einen Trike, weil ein Trike ist erstmal ganz gut für die Defense. Oh lol. Ja. So. Alles klar. So, Holz. Kannst du hier ungefähr noch eine Truhe hin tun? Oder am besten schon auf die Foundation? Bitte. Aber dann brauche ich noch ein bisschen Fieber. Muss ich Fieber sammeln? Bin wieder im Fieber. Fieber. Nina! Ich sammle auch Holz für dich, ja, dass du Wände und so bauen kannst. Alles Klärchen, Pupärchen. So, Kiste, wobei ich mein kann Sohn. Einfach Foundations bauen und mich selber leveln, ja. Ich auch. Ja.
6 kann man nach und Kiste Zeit wir gebaut. Haben. Wir haben noch 9 Minuten 40. Oh, ich vergesse das immer, Alter. Das ist. Oh. Ja, ja, dafür bin ich ja da. Wenn du aufnimmst, genau. Sehr gut. Sehr gut. Is nice. Alla, ich habe eh gedrückt. Und wir müssen uns immer ein bisschen umschauen, ne? Ja, ja, ja. Boah, 40 Uhr. Nachher sind die noch genau neben uns gespawnt oder so. Das wäre. Wenn die uns echt die ganze Zeit so, so heimlich beobachten, das wäre natürlich Worst Case. Das wäre Worst Case, ja. Die Wurstkiste. Ziemlich lecker. Nee, nicht für uns. Dann. Nicht für uns. Dann auch. Ich bin Level up. Jetzt bin ich Level 10. Wow. Das ging relativ fixi. Buggy und Fixi, Budel und Bob. Immer noch keine Ledersachen? Scheiße. Erst nächstes Level. Parasaurus-Sattel? Ja, auf jeden Fall. Oh. Willst du den Paras nehmen? Denk dann, dass die Sattel halt mega viel Leder brauchen, ne? Ja, ja. Aber wenn wir Parasaurus haben, kriegen wir 4 Narkobären. Mit 4 Narkobären können wir schnell leveln. Okay. Jetzt. Hast recht. Ja. Ey, da hast du. Ey, oh. Wow. Nicht wahr? Er geht da nicht. Ja, doch, müssen wir halt, Alter. Aber ja. Guck. Pass gut auf, ne? Das sind immer noch die Chompies. Ah, ich habe 7 Speere, easy going. 7? Das ist ein bisschen viel, weil dann kannst du nicht so viel sammeln. Ich glaube, die stecken ja. Lol, da hinten ist ein toter Dilo, den kann ich looten, glaube ich. Alter, mach keinen Scheiß, ne? Lass mich nicht alleine. Ja, wir sollten auf keinen Fall wieder Viecher angreifen. Ey, das mit dem Raptor war so unlucky, weil normalerweise ist es so in dem Gebiet, so ganz im Süden. Da hast du halt, vielleicht sind da. Ihr kennt ja von unserem Let's Play, ist ja auch ganz im Süden. Ja. Vielleicht Level, weiß nicht, Level 4 die Raptoren, dabei kaum was über Level 10. Das ist mega unlucky. Es ist einfach so. Na komm. So, Level, was bin ich? 9. Okay. Weiter. Oh, ich würde langsam Nacht, Senorita. Senorita, tasty Mamacita. Aber das ist kein Problem für uns. Für Team Claro ist kein Berg zu hoch und keine Nacht zu dunkel. Versteht ihr mich? Wichtig, dass ihr mich versteht. Wer versteht dich? So. Sieh mal nach. Wie sieht's aus mit Wenn, Marcel? Ich bin gerade voll dabei, aber meine Axt ist gerade kaputt, aber die kann ich neu bauen, habe ich gerade festgestellt. Wir brauchen nur 3 Wände, ne? Und die Tür halt. Nur 3 Wände? Ja. Es sind 4 Seiten. Nee, ach nee. Hä? Wir brauchen mehr. Ja, ja, ich bin dumm. Wie kommst du denn auf 3? Das hä? Ja, ja, nee. Ich dachte, dann würden wir ja nur eine Foundation haben. Ja, ich wollte gerade sagen. Da willst du auch nur einen hoch, oder was? Toll, jetzt bin ich. Was ist denn jetzt? Ach so, ja doch, erstmal würde ich sagen, ja. Oh, jetzt fehlt dass wir einfach nur erstmal einen Unterschlupf haben, weißt du, wo ich einen Schlafsack reinbasteln kann. Ja, dann baue ich gleich die. Ich habe nämlich schon noch 2 gemacht bei 3 Wänden. Dann baue ich die wieder ab, da kriege ich ja wieder Material. So, da habe ich 2. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon. Oder? Einmal rum. Wobei, können wir überhaupt Level up, laufen, wenn wir nur eine hoch haben? Ja, ich bin Level up. Geht das überhaupt? Ausdauer. Ja, ich kann okay. Lederklamotten bauen jetzt. Nee, immer noch nicht. Mit Level 15 erst. Holy shit. Aber ich baue. Ich mach die Tür, ja? Ja, 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 mach mal. Ich hab wobei, den da baue ich auch den Doorframe. Ja, den hab ich gerade schon. Ja, dann mach du auch die Tür. Da musst du weil nachher auf andere ich hab Sachen jetzt, gehen. Ich hab Mörser und Narkotik schon geskillt. Das brauchst du nicht mal. Okay. Bei Narkotik sollst du skillen. Ja, ja. Okay, mehr brauchen wir hier erstmal. Oh, Spyglass. Gut. So. Wir sind einmal fast komplett rum. Achso, dann brauche ich auch Wooden Doorframe. Das kann ich erst lernen ab. Wo ist es? Obwohl, nee, das habe ich über. Bin voll beladen. Oh, ich brauche Fieber. Wooden Foundation? Wo? Irgendwie Fieber. Scheiße. Wooden. Oh, lol, Level 10. Okay, na ja, gut, ich bin aber fast Level 10. Gut. Gamma dürfen wir bis zu 2,8 genau. Hochstellen. Gamma. Höher nicht. Das ist ganz schön wenig. Oh, habe ich eine Fackel? Ah, das geht aber. Ja, ich habe eine Fackel. 2,8 geht. Ich weiß, ich glaube, du hast einen ziemlich dunklen Bildschirm an sich, ne? Dass der Kontrast naja, so hoch und die, ist. Und die Lampen machen halt so krasses Gegenlicht. Na naja, gut, okay. Also bei mir geht's voll klar. Für mich jetzt. 5,5 du hast Minuten. Innen drin eine. So. Was habe ich? Innen drin eine Truhe, jawohl. Da kann ich ein bisschen was reinpacken. Steine, Leder. Ich würde generell auch den Loot über die Truhe aufteilen. Mhm. Also, dass wir nicht eine Truhe systematisch haben für. Holz oder so. Genau. Das weil ist in den Regeln steht ja, falls man eine Basis plündert, darf man nur ein Loot mitnehmen. Angehen. Also richtig. Einen Sack oder einen Schrank. Die Regeln findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr die nicht kennt. Deswegen, ich stelle mich eigentlich schon auf dumme Fragen in den Kommentaren ein, aber das ist, glaube ich, nicht verhinderbar. Ihr könnt die anderen ja belehren. Ja, so ist es ja nicht. Unterstützt euch gegenseitig. Wir kennen die Regeln, aber wenn wir die jetzt noch durchkauen würden, ich bitte euch, da würden wir ja schlafen gehen.
Ja, vor allem jede Folge. Ja, das kommt noch dazu. So, 5. Ich habe jetzt nochmal 4 Wände. Und Level up und kann jetzt den Doorframe bauen. Du musst auch echt ganz viele Hüte bauen, ey. Die bringen so viel. Achso, ich jawohl. So, Hells. Die bringen echt gut EP, Alter. Holy shit. Holy Cannelloni. So, warte, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4,5 Minuten. Halb. Ja. Dann mache ich eben noch den Doorframe. Zack. Oh ja, Hüte ist das Beste, Marcel. Ja? Okay, dann gehe ich gleich. Also, gerade weil wir so viel Fiber looten. Wir haben ja Harvest mal 3, glaube ich. Okay, dann gehe ich gleich auf Hüte. Beziehungsweise, ich glaube nicht, ob ich das. Ich kümmere mich jetzt erstmal ums Haus, damit wir das Haus vielleicht für die Folge fertig kriegen. Weil Wände bringen ja auch ultra viel. So, die Decken, die Holzdecken. Wo sind sie? Die kann ich. Doch, da! Slop Wooden Roof. Da wollte ich jetzt das Dach von den. Da. Ja, obwohl, bei mir bringt schon nicht mehr so viel. Thatch Roof. Aber wahrscheinlich schon. Oh, war das Wooden Ceiling? War das Dach oder war das, Wooden? Nein. Doch. Slope. Wooden Roof. Slope Wooden Roof. Ist das neben der Doorframe. Links neben der Doorframe. Bist du sicher, sind das nicht die schrägen Dächer? Ja, nein. Wooden Roof. Okay, dann. Weil doch, die Slope Thatch Wall sind die schrägen Wände. Oder warte mal. Das ist dann hier die Siling-Scheiße. Ja, du hast recht. Wooden Siling, ja. Okay, dann platziere ich jetzt erstmal. Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder ziemlich viel Gewicht. Und Futter. Oh, ich muss auch mal essen. So, ich sammle Holz für dich. Schüttel mein Haar für dich. Nee, ging anders, ne? Wildes Mädchen. Oh, du hast ein paar Hüte gemacht, sehe ich gerade. Ja. So. Okay, ich hätte gar nicht mehr so viele Wände. Dann mache ich jetzt da noch eine Wand hin, da noch eine Wand hin, hier noch eine Wand hin und die Doorframe. Bring mal die Rohstoffe rüber zu der anderen Truhe von der Truhe hier, dann können wir die auch abreißen, dann sehen wir es nicht so. Genau, so. Und eine Wand reiße ich, warte, ich mache eine Wand hin und reiße sie wieder ab, dann habe ich noch ein bisschen DP. Und kann jetzt Dächer. Und die Dächer haben jetzt mega viel gebraucht. Das weiß Dächer ich brauchen wir erstmal nicht so unbedingt. Ja, ne? Okay. Kann ja nichts rein. Okay, also, dann mache ich die Tür. Das, genau, mach die Tür und dann lieber nochmal eine Wand höher bauen. Okay, die. Habe ich jetzt die Truhe? Ach, da. Stimmt, ja. Ach, scheiße, dann hätte ich die Wand gar nicht abreißen können. Na gut, egal. Gut, 5. Tür ist drin und Abfahrt. Dann mache ich nochmal eine zweite Reihe. Stimmt, das lohnt sich definitiv mehr. Heilige, 1 Minute 52. Kriegen wir da noch eine? Nee, das kriege ich. Hast du Holz gesammelt? Ist in Natur, was ich gesammelt habe. Ist das viel? Nö. 20, 25. Okay. Ich versuche noch Level abzukommen vor Ende der Folge. Ja. Dann bin ich Level 12. Boah, es dauert noch ein bisschen herkommen und vielleicht sollten wir doch schon eher los. Sonst ein Tri-Cool. Wobei, wir sind ja, glaube ich, relativ safe. Ja, bis auf den Kano, den Spino, den Raptor. Nee, aber wo wir jetzt sind, meine ich. Ja, gut. So, 4 Wände. Aber das geht hier relativ fix mit den Wänden, also. Ja, gut, dann level ich nebenbei auch, weil wenn ich schnell Level 15 komme, haben wir schnell Lederklamotten. Ja. So, Level 12. Okidoki, 5 Wände. 1 Minute noch. Okay, ich versuche jetzt noch eine Wand zu machen. Okay. Und die Achse ist auch kaputt. Oh, Käse. 47 Sekunden. So, ich bin auch gleich Level up, wenn ich die Wände gelegt habe. Und ich. Ah, nee, das ist meine Ausdauer. Guti, guti. Ja, das läuft dann doch schon etwas besser als der Start. Ja, das war, wir hatten echt einen unlucky Start, muss ich sagen. Aber muss man mit leben. Aber das ist es halt, ne? Wir können es halt auch. Wir können uns das auch erlauben. So, ich kann mal jetzt wieder so, Level up. By the way. Bin jetzt Level 10. Und jetzt platziere ich hier noch den Scheiß da und da. Bastel mal schnell noch eine Zwille. Am besten 2. I. Wir haben nämlich 7 Leder, by the way. Ausdauer. 7. Oh, wie ist das denn gemacht? Hat das gekillt? Ausgezeichnet. Oder wo ist die Leder her? Achso. Timer gesehen. Abgelaufen. Ja, das ist wieder. Geht das immer noch nicht? Nee. Voll ist dann habe ich falschen Hotkey. Okay, ja, dann.
War das eine weitere Folge, lieber Marcel? Ja, das war's. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Max. Ich baue noch schnell, ja, bei Max auf dem Kanal. Und in der nächsten Folge werden wir ordentlich verteilen. Ne, kassieren würde ein bisschen blöd. Verteilen tun wir. Verteilen. Ne? Gut. Genau. Macht's gut. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schreib du mal in Global, dass wir fertig sind. Meine Herren, alter Verwalter, was war das für eine aufregende zweite Folge, nicht wahr? Aber fassen wir uns mal kurz, ja. Ihr wollt doch direkt die nächste Folge schon sehen. Ich sehe es euch an. Ich sehe es euch im Gesicht an. Deswegen habt ihr jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder, ja, Möglichkeit A. Die neue Folge ist bereits draußen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, weiterzuschauen. Dann klickt ihr auf die nächste Folge. Die ist aber jetzt verlinkt, wenn sie online ist. Und darunter findet ihr natürlich auch die letzte Folge, ja, die bei Max hochgeladen wurde. Folge Nummer 1, auch spitzenmäßig. Dürft ihr nicht verpassen. Und wir sehen uns dann morgen wieder in Folge 3. Und natürlich Folge 4 wieder bei mir auf dem Kanal. Und so weiter. Auf Wiedersehen.